ist der blanke Horror, oder? Kurz nach 7, der Wecker klingelt und man möchte einfach nur im Bett liegen bleiben und sich noch ein paar Mal umdrehen. Und dann macht man es. Man drückt die Snooze-Taste. Und das hat fatale Folgen, ja? Ich erkläre Ihnen mal warum. Wenn wir aufwachen, durch das Wecker klingelt, dann wird das Wachmachhormon Serotonin ausgeschüttet. Sodass wir, wenn wir dann auch aufstehen, Energie, immer mehr Energie spüren und dann auch wirklich gut durch den Tag kommen. Wenn wir aber stattdessen die Snooze-Taste drücken, wird wieder, weil wir ja einschlafen, Melatonin, das Schlafhormon, ausgeschüttet. Und so geht das dann hin und her, bis wir uns irgendwann aus den Federn quälen, mit fatalen Folgen, weil wir so durcheinander sind vom Schlafrhythmus, dass wir den ganzen Tag gerädert sind, obwohl wir vielleicht sogar früh genug ins Bett gegangen sind und nicht mal Alkohol getrunken haben. Deshalb ist der ganz einfache Tipp, einfach aufstehen, die Snooze-Taste Snooze-Taste sein lassen und dann haben Sie Energie für den ganzen Tag. Noch mehr ganz einfache Tipps gibt es in meinem neuen Buch Gesund ist das neue Sexy.